und sich die Grünen. Werte Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich ist das Thema weitaus dramatischer und schwerwiegender, als die etwas müde Debatte im Moment vermuten lässt. Das mal ein bisschen vorweg. Wir müssen nämlich feststellen, dass wir dringenden Reformbedarf bei der Psychotherapieausbildung haben. Und dieser Reformbedarf, der ist nicht neu, der fällt auch nicht vom Himmel, sondern der ist schon lange bekannt. Das Gutachten, das die erste große Koalition auf den Weg gebracht hat, hat seine Ergebnisse im April 2009 vorgestellt. Das heißt, wir sind heute 10 Jahre später und können froh sein, dass wir jetzt endlich einen Gesetzentwurf vorliegen haben, der da Verbesserungen verspricht. Das ist erstmal gut. Aber nach einem so langen Vorlauf ist ja die Frage, werden denn eigentlich die zentralen Probleme überhaupt gelöst? Und da muss man sagen, dieser Gesetzentwurf springt erheblich zu kurz. Und meine Damen und Herren von SPD und Union, Sie haben noch einiges zu tun, um die zentralen Probleme wirklich zu lösen. Und eins der zentralen Probleme ist natürlich, dass die Ausbildungssituation der PIAs, also der Psychotherapeuten in Ausbildung, dermaßen prekär ist, dass man sagen muss, diese Ausbildung ist so etwas wie ein Hobby, was ich mir erlaube, was dazu führt, dass ich von den Unterhaltsleistungen entweder meiner Familie oder meines Lebenspartners oder Lebenspartnerin abhängig bin, aber in keinster Weise von den Entgelten leben kann, obwohl ich in der praktischen Tätigkeit 38-Stunden-Woche in der Versorgung verbringe und zusätzlich die Ausbildung absolvieren muss und zusätzlich Supervisionsstunden nehmen muss und Ähnliches. Die allermeisten schließen diese Phase mit 20, 30 oder 40.000 Euro Schulden ab. Und das für einen Beruf, wo ich erst einmal ein Psychologiestudium absolviert habe und gleichzeitig für die Versorgung eine zentrale Stellung habe. Und das, meine Damen und Herren, kann kein zukunftsfähiges Konzept sein. Da muss was passieren. Heute Morgen titelte die Tagesschau: Ist die Zeit der Hungerlöhne vorbei? Ich muss leider sagen, mit diesem Gesetzentwurf ist das nicht geregelt. Sie haben zwar für die praktische Tätigkeit in der stationären Versorgung eine Regelung geschaffen. Das führt auch dazu, dass endlich der Praktikantenstatus für diese lange Zeit endlich ein Ende hat, sondern wir zu einem Angestelltenstatus kommen können. Das ist das eine. Aber für die ambulante Weiterbildung haben Sie keinerlei Lösung. Da haben Sie weiterhin, drohen dort Schulgeld, andere Belastungen. Und das, meine Damen und Herren, kann so nicht bleiben. Da müssen Sie nachsteuern. Zweiter Punkt. Wir haben parallel eine Zeit, wo wir alte Psychotherapeuten in Ausbildung haben und neue, die nämlich jetzt dann ab 2021 ins Studium gehen sollen und dann Psychotherapeuten in Weiterbildung künftig werden. Diese beiden Rechtszustände laufen parallel. Das heißt, in den Psychiatrien werden wir Menschen haben, die für ihre Tätigkeit bezahlt werden und andere, die ein Praktikumsgehalt oder eine Praktikumsentschädigung bekommen. Oder gar, wie für heute für 19% der Fall ist, nur ein sozialversicherungspflichtig nicht abgedeckte Tätigkeit als Praktikant haben. So kann das nicht weitergehen. Weiteres. Eine Vielzahl derjenigen, die das Feld der Kinder- und Jugendpsychotherapie abdecken, werden heute an den Fachhochschulen ausgebildet, sind hervorragende Praktiker im Feld. Sie haben nicht sichergestellt, dass diese Fachhochschulen weiterhin in der Ausbildung einbezogen sind. Das schließen Sie aus, indem Sie sich ausschließlich auf die Universitäten konzentrieren. Auch das ist nicht tragfähig. Ich warte darauf, dass Sie da eine vernünftige Möglichkeit vorlegen. Weiterhin. Wir haben keinerlei Übergangsregelung. Und da werden Sie nachsteuern müssen. Und von daher fordere ich von Ihnen, überprüfen Sie insgesamt den Gesetzentwurf, arbeiten Sie nach, sorgen Sie dafür, dass wir eine tragfähige Lösung kriegen. Und dann können wir schauen, wie wir weitermachen.
Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Emmy Zollner das Wort.